herzlich willkommen zum Ghost Recon Breakpoint Closed Beta. Wir werden mal reinschauen, was es. Oh, cool. Wie es so läuft. Englisch ist, glaube ich, genau, ist halt Closed Beta. Untertitel ist gut. Untertitel, ja, größer Untertitel, ja, passt. Hintergrund. Nee, den braucht man nicht. Ja. Nee, das passt alles. Ich stelle es mal ein bisschen höher, weil auf YouTube sieht man das immer ein bisschen weniger. Kontrast mache ich auch hoch. Ja, ist gut. Ist gut. Und jetzt? Ja, Helligkeit ist super. Nee, 60. Ich will da rein. Egal. Ah, Escape. Ah, wunderbar. So, Kontrast mache ich ein bisschen. Ja, so. Gut, Kamera passt. So. Schwierigkeit werden wir mal fortgeschritten machen. So wie beim. Wie bei Wildlands. Das läuft ja momentan auf meinem Kanal. Und das werde ich auf jeden Fall weiterspielen. Und ja, es läuft halt dann einfach parallel. Das passt ja. So, ich bin mal sehr gespannt. Also ich habe schon auf ich habe schon auf GameStar gesehen, dass die ein bisschen enttäuscht waren von der Gamescom. Dass eben das hochgepriesene, sag ich mal, ein bisschen. Also das hochgepriesene war ja wirklich der Survival. Und ja, dass das anscheinend nicht so wirklich. Ja, wichtig ist. Also, naja, sehen wir mal. Welcome to Aurora, the incubator of World 2.0. My name's Jay Skell, and we've been expecting you. You've been invited here to innovate, to invent, and to create. But we're also asking you to do the most important thing with your lives that you can do. Here, away from the rest of the world, we will build the tools to lead the planet into the future. A completely sustainable economy, a blossoming environment, safe homes, security for your family, and a community where innovation is celebrated. The generations that come after us may forget all about us, but they will thrive because of the work we do here. Thank you for joining Skelltech in Aurora. Together, we are building tomorrow. Bisschen creepy. Nice. Ah, okay. Ist unter mysteriösen Umständen in der Nähe von Aurora gesunken. Es gibt keinen Kontakt mit Aurora. Sie konnte keinen Kontakt aufnehmen. Ja, ein kleines Team haben wir. Ghost, Alter. Ja, wie sehen wir denn aus? Oder sind das wir? Ah, ja. Bitte. Wir sind wieder weiblich. Oh, oh Gott. Also ich, will jemand, der so ähnlich. Oh Gott. So ähnlich aussieht wie unsere in Wildland. An sich, die da ist ein bisschen asiatisch.
Also unsere in Whiteland ist, glaube ich, ein bisschen asiatisch. Aber die sieht zu streng aus. Ich nehme, glaube ich, die Fury. Mit blauen Augen und Kurs. Wir nehmen einen Zopf. Braun, grau, rot, dunkel, blond. Wir nehmen dunkel. Und unsere in Wildlands hatte ich, glaube ich, auf der linken Seite oder auf ihrer rechten eine Narbe. Gut. Ja. Bitte los. Gut, 32 Ghosts im Arsch. Wow. Da sind zwei abgesprungen. Die können überlebt haben. In your face. Cooler Anfang. Oh, der Schnitt an der Seite. Autsch. Au. Ah. Der blutet ein bisschen wenig. Da fehlt es ja. Nette Textur. wie gesagt, es ist halt noch die Beta, ne? Ghost Raccoon Breakpoint. Ja, und damit nochmal herzlich willkommen zu Breakpoint, der Closed Beta. Alter, wie das aussieht. Uiuiui. Wir sind verletzt. Warte, mit G kann ich nicht verbinden. Ja, unsichtbares Verband. Okay. Ja, wenn es funktioniert, ist das hier gut. So. Okay, gut. Ich will mal kurz schauen, ob das mit der Aufnahme klappt. Moment. So, es läuft momentan. Ich hoffe, dass es nicht ruckelt oder so. Genau, und also der brennt jetzt. Der brennt jetzt nicht dann weiter, oder? Also, will ich mal kurz warten. Weil das fände ich natürlich nice. Genau, wir müssen hier zu dem Punkt da. Oh, der Zoom ist natürlich richtig heftig. Man sieht nur noch die Oberkante der Faust und dann. Genau. Nee, tut's nicht. Gut, warte, wir lagen auf den Kopf und haben da so nach hinten geschaut. Und da in der Richtung sind ein paar abgesprungen. Das will ich nochmal kurz schauen, ob der das so ist. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es ruckelt nicht. Und ja. Das fände ich natürlich cool, wenn hier wirklich wer liegen würde von uns.
Das ist natürlich jetzt die Frage, wer von uns wirklich überlebt hat. Also an sich wäre es natürlich logisch, wenn nicht nur ich überlebt hätte. Weil das ist immer so ein bisschen. Ah, cool, man muss die ja nicht mehr einsammeln, sondern das macht sie automatisch. So. Ah, da sind welche. Oh, okay, wir haben quasi unendlich viele Bandagen und dann ein bisschen, wahrscheinlich eine Spitze oder so. Okay, hier sind welche. Das hier auch wieder, genau. Ah, Tarnung. Ah, cool. Aber ich habe gehört, dass das eigentlich. Dass man das eigentlich nicht braucht, weil die irgendwie. Ein bisschen dumm sind. Ja, ihr habt sie ja nicht gekillt, das waren die Drohnen. Und wir sind ja nicht alle tot. So, jetzt habt ihr das Problem, dass ein paar Ghosts hinter euch her sind. So, da drüben sind auch noch welche, da sind noch welche. Also schauen wir uns dann alles nacheinander an. Okay, ah, wir haben Granaten, aber Granaten wären ein bisschen laut. Und so. Oh. Da sind noch welche. Also da ist einer. Ah, verdammt, der ist nicht allein da. Na, werden wir mal. Daneben ist einer, genau. Der hat einen Helm an, oder? Den können wir nicht headshotten. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Vielleicht können wir die auch ausschalten ohne Alarm. Also, ja, Alarm werden die jetzt nicht machen. Oder nicht schlagen. Weil die sind ja. Die sind ja hier alleine. So, gleich sind wir da. Oder dass die das nicht gesehen haben. Oh Gott. Okay, der hatte der erste echt einen Helm auf, also der nicht. Aber dass ich den nicht mit einem Kill gekillt hätte. Hatte der einen Helm auf? Wow. Kann ich nicht sehen. Gut, auf jeden Fall war es jetzt. Das mit den Klettern ist ja auch wieder so unpraktisch. Auf jeden Fall ist es ganz gut, dass hier keine weiteren waren. So, dann schauen wir mal zum Fuck, würde ich sagen. Da ist eine Waffenkiste. Oder ein Kühler vom Auto. Je nachdem, wie man das interpretieren mag, das Zeichen. So. Praktisch für uns, dass dass keine Drohnen mehr unterwegs sind. Ah, super, geil. Wie mache ich das? Wie öffne ich das? L, okay. So. Das ist natürlich spitze. Gut. Ja. Shit. My soldiers. Ja. Also ist primär. Lebt er noch?
glaube ich nicht. I don't think so. Auf jeden Fall, Augen hat er noch offen. Oh, der hat zwei Einschussgleiche. Wahrscheinlich hat er überlebt und wurde er danach erschossen. So, untersuchen Sie die, folgen Sie den Rauchsäulen. Okay, da ist eine Rauchsäule? Ja, okay. Schauen wir mal. Gut, da drin ist noch sehr viel Munition. Ich bin mal sehr gespannt. Also, ich werde das Breakpoint höchstwahrscheinlich mit der Sarah spielen. Mit der habe ich schon Tomb Raider gespielt. Beziehungsweise ich habe es gespielt und sie war dabei. Genau. Also, und das werden wir wahrscheinlich dann zusammen spielen. Also für Wildlands konnte ich sie noch nicht begeistern. Und davon sind welche. Aber nur die zwei. Ja, hier drin oder was? Willst du mal aufmachen? Ja. Eine Cappy. Das war schön. So. Genau. Ich muss mal die Cappy anziehen. Plus 8. Okay, also Stoff gibt hier anscheinend auch Rüstung. Not bad. So, hier oben ist anscheinend auch wieder jemand. Vielleicht da drin. Im Bunker. Da rechts ist auch jemand. Aber ich glaube nur einzelne Personen, also vom Rötegrad her, ne? So, hinter dem Zaun wird da was sein. Ja, die sind wahrscheinlich im Bunker drin. So, we are summoning of the devil. Okay. Wenn Spaß macht. Ne, sie sind außerhalb des. Eine Weste. Super. Hier. Leichte Weste. Sehr geil. Ah, jetzt habe ich die Mütze wieder aus, ne? Okay, da ist einer. Hey, these guys didn't come here for a vacation. They're killers. Ja, wir werden euch killen. Ist das ein cop shit, man? I never seen so much death. I mean, we killed all those guys. Just keep a lookout. We gotta make sure they're all dead. Huh? Sehr schön. Sehr schön. Stufe 2. Neue Fertigkeiten erhalten. Gut. Im Fertigkeitenmenü können Sie sich als Ghost spezialisieren. Jede Klasse hat spezifische passive Vorteile und Kampftechniken.
Super geil. Neue Kampftechnik erhalten. Oder Fertigkeit. Schalten Sie zunächst Ihre erste Klasse frei. Es gibt. Achso. Genau. Es gibt hier Feldsanitäter. Halt befreundete Teammitglieder und belebt sie wieder. Ah, geil, mit einer Drohne. Nice. Okay, zusätzliche Bewegungs Geschwindigkeit, selbst Selbstwiederbelebung ist richtig geil. Dann gibt's Sturmsoldat. Kampfgeist reduziert Rückstoß und hohe Schadenswiderstand. Kills heilen und verlängern die Kills heilen, das ist halt auch richtig, richtig geil. Okay, dann gibt's noch Panther. Oh, geil. Verschwinden sie hinter einer Rauchwolke. Klasse Tarnspray. Tarnmodus, schnelleres Bewegungstempo und Schalldämpfer auf Handfeuerwaffen und Maschinenpistolen verringern den Schaden nicht. Das ist auch geil. Scharfschütze. Panzerbrecher. Panzerbrechende Patrone mit extra Schadenswirkung und Mündungsfeuergeschwindigkeit. Ah, das ist geil. Sensorwerfer. Abgeschossenes Gerät markiert Feinde in einem großen Gebiet. Längere Kontrolle über das Atmen beim Zielen. Boni mit Scharfschützen und Präzision. Gut, also ja, Panther oder Scharfschütze. Panther oder Scharfschütze. Ich glaube, dass das. Ich will eigentlich echt Scharfschütze sein. Panther ist halt auch richtig, richtig cool. Man hat halt Tarnmodus. Und also das Spray ist halt auch richtig geil für. Ja, für Escape dann. Ich glaube, ja. Ich mach den Scharfschützen. Setzen Sie einen Fallschirm ein. Entfernen. Okay. Gut. Ja. Das war's jetzt, ne? Ja, fertig. Kreispunkten. Gut. Noch ein Fertigkeitspunkt. Kann ich dann jetzt. Nochmal. Ein Fertigkeitspunkt. Ne, aber die kann ich ja nicht erwärmen, sondern nur die da, ne? Hä? Habe ich jetzt. Achso, war das plus ein Fertigkeitspunkt noch vom anderen. Wahrscheinlich. Gut. Oh, eine Mine. Gut, da hinten sind noch welche. Da klettere ich mal kurz auf den Felsen und erledige sie von oben. Da wird man mich loben, hoffe ich. Mal schauen. Da ist auch noch einer. Okay, erstmal sehe ich die von hier. Das ist ein Baum. Also da unter mir sind zwei. Da sind zwei. Da ist einer. Das ist, glaube ich, nur einer. Okay, aber trotzdem. Oh. Ja. No sign of survivors so far. Looks like those ghosts are the past. This island is the future. Ja, das war ein bisschen unschönes Zielen.
Vielleicht geht der besser. Ja. Töten Sie gerne aus der Ferne oder mit einem Kopfschuss, um die Anzeige. Ah, der Scharfschützen besser oder schneller zu erfüllen. Sind es drei? Das sieht ja eigentlich aus wie drei. Egal. Ja, schau mal. Oh. Gut, kein Schaden. Scale Credits. Mal schauen, was man. Gut, da ist noch einer. Wieso hat. Schön! Das war richtig, richtig krass Spaß, so die so zu. Ne, das sind echt nur zwei. Oh, der hat einen Helm. Das ist natürlich blöd. Oh, da ist einer noch ein. These guys eat shit. I don't know what everyone's worried about. You just better hope to God we kill them all. Last thing you want on this island is a pissed off ghost. Ganz genau, und einer ist hinter euch. Oh oh. Kommt er zu uns? Ja. Komisch, dass sie jetzt nicht checken, dass da zwei. Leg dich wieder hinten. Leg dich hin. Leg dich hin. Leg dich hin. Okay, also die zwei kann ich. Ghosts würden nie so rumflennen. Oh nein, der Platz ist so riesig. Oh nein, nein. No survivors. Hey, don't underestimate the ghosts. Ja, niemals die Ghost. Oh boy. There's no way anything survives when chopper crashes. Wieso hat er das nicht gesehen? Okay, das war. Oh, Klassenaufwertung. Dann sehen wir mal. Klassenaufwertung. Jede Klasse kann bis zu 10 Stufen aufsteigen. Öffnen Sie F, die Detailseite, Entschuldigung, um weitere Informationen zu erfahren. Mit, helfen Sie die heraus. Warte, mit der Taste, achso, helfen, heften Sie die an und Sie anschließen. Okay. Scharfschütze. Herausfordern, töten Sie Gegner mit Scharfschützen oder Präzisionsschützengewehr. Töten Sie Gegner mit der Technik Panzerbrecher. Ghostwar-Herausforderung, töten Sie gegnerische Spieler mit SSG. Töten Sie Gegner mit mehr als 100 Meter Entfernung. Verwaltung. Oh Gott. Okay. So, warte, anheften. F-Details. Pferdelunge. Scharfschütze.
Okay, wir haben noch einen Fertigkeitspunkt. Ach, wir können das auch nehmen. Okay, 20% EP-Bonus. Ah, okay. Einklicken ist eigentlich gleich neu. So, dann sammeln wir hier mal kurz ein. Da ist ein Zug. Ausrüstung des Objektrads. Nee, wir brauchen kein Tutorial. So. Weil hier haben wir jetzt auch. Oder da hinten gibt es auch noch neue Leute. Oh yes, oh yes, oh ja. Oh ja, L war es, ne? Ja. Oh yes, baby. Das ist meine Knarre. Okay, das sind ein paar Leute. Okay. Also hier ist noch irgendwie ein Auge auf der Karte. Aber was bedeutet das? Vielleicht einfach, dass man hier das anschauen kann. Kann ich den untersuchen? Nee, kann ich nicht. Was war da? Achso, klettern. Entschuldigung. Gut, dann weiter geht's. Yes, wir haben ein Sniper. Wir haben... Wie viele Kugeln? Alter, wir... Wir haben halt 150 Kugeln. Das wird für ein bisschen ein paar Leute reichen hier. So. Jetzt gehen wir mal zurück da, weil da war eine erhöhte Position. Also, wir sind ja zum... hier runtergegangen. Und da will ich erstmal schauen, was wir da haben. Für ein bisschen Überblick, verschaffen. So. Vor allem was ich an den Scharfschützen gerade cool finde, also bei den Fähigkeiten, ist, dass der irgendwas werfen kann und dass dann die Position von den Gegnern. Hier ist es mir zu ruhig. Warte, da nehme ich mal. Some of you have got to be alive. Maschinen. Pistol. Ja, warte. Nee, das war zu. Eine Nische zu tief. Ah, oh. Da lebt noch einer. Stormcloud 1-1, this is Weaver, come in, over. Ah, so, und sogar viele. This is Weaver, come in, over. Anything? We got. Contact! Contact! Oh, yeah, yeah, yeah. Check fire! Walker. Shall we, Weaver? Oh, was für eine Bitch. Uiuiuiui. Gefahrenzone. T. Gut, gefährliche oder sehr gefährliche Gegner haben eine entsprechende Markierung. Rüsten Sie Waffen und Ausstattung aus, um Ihre Ausstattungsstufe und allgemeine Stärke zu verbessern. Ja, das machen wir doch. So, untersuche die
Okay, die sind anscheinend alle zu heftig. Oh, jetzt müssen wir dahin, wo wir wahrscheinlich vorhin hingegangen sind. Ja. Oh. Gut. Wir sind sowieso jetzt an die 30 Minuten angekommen. Ja. Deswegen werden wir hier einen kurzen Cut machen. Die nächste Folge kommt morgen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Viel Spaß noch. Schönen Tag noch. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.